Wir sind hier auf der SACON, auf der Uni Saarbrücken. Kannst du uns die SACON etwas vorstellen? Natürlich. Hi, ich bin Tobias vom Orga-Team. Wir sind dieses Jahr zum fünften Jahr mit der SACON dabei, zum zweiten Mal an der Uni Saarbrücken und haben jetzt dieses Jahr dann wieder so 500, 600 Besucher. Wir haben irgendwann beschlossen einfach, dass wir sagen, im Saarland gibt es keine größere Spieleveranstaltung. Wir wussten, es gibt Magic-Turniere, es gibt Tabletop-Turniere und sowas, aber wir wollten halt eben diese ganzen Kreise zusammenbringen. Und so ist das dann über die Jahre gewachsen. Also ihr macht die SACON jetzt seit 5 Jahren? Mhm, genau, ja. Wie ist die Anzahl der Besucher, wo ihr pro Jahr hier bekommt? Also wie gesagt, in den ersten 2 Jahren ist es dann so gewachsen von 200 auf 300 und dieses Jahr haben wir genau wie letztes Jahr so 500 bis 600 Besucher. Vielleicht dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr. Die endgültige Zahl werden wir die Tage erst wissen. Was ist das Hauptaugenmerk, was ihr bei der Con habt? Also das, was die Leute hauptsächlich hier hinzieht. Also was es uns ging, war eigentlich eben die Leute zusammenzubringen. Das heißt also die Spieler aus dem Saarland, beziehungsweise wie man an euch sieht, eigentlich aus dem ganzen Saarlux-Bereich. Wir haben jetzt aber inzwischen auch Spieler aus Bremen und überall in Deutschland, die angekommen sind für Turniere, extra angereist sind. Und wir wollen einfach eine Möglichkeit geben zum Spielen, egal was, solange es analog ist. Wir haben eben keine digitalen Spiele, also keine Konsolen oder sonst was und bringen dann eben auch so die Spieler der verschiedenen Bereiche zusammen. Tabletop, Kartenspiele, Brettspiele, Rollenspiele im herkömmlichen Sinne, also Pen and Paper und dann eben jetzt seit 2, 3 Jahren auch die Cosplayer. Und damit bieten wir halt auch eben den ganzen Cosplayern, die ja teilweise jünger sind, mal die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen in das ganze Spielgenre. Großen und Ganzen also ein großes Geek-Zusammentreffen. Alle Arten. Okay, danke, Schmitz. Wenn Sie noch eine zusätzliche Information geben wollen. Also, ich bedanke mich vielmals für euren Besuch, dass wir eben halt auch Besucher aus Luxemburg bekommen haben. Und wir haben auch dieses Jahr dann jetzt erfahren und Kontakt bekommen zu J-Con. Entschuldigung, nicht zu J-Con, zu LuxCon, zu J-Con auch. Haben eben mitbekommen, wie viel hier an Conventions und anderen Spielevereinen ist. Und wir sind unheimlich froh und begeistert, was hier in der Region alles los ist und wollen unbedingt versuchen, jetzt dann halt übers nächste halbe Jahr, bevor die nächste SACON stattfindet, auch mal mehr Kontakte zu knüpfen und irgendwo gemeinsam ein Netzwerk zu gründen, dass wir uns halt auch gegenseitig unterstützen können. Okay, dann bedanke ich mich und einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss.